Vor dem Hamburger Landgericht beginnt ein Prozess gegen einen früheren KZ-Wachmann. Die Anklage legt dem 93-Jährigen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen zur Last. Er soll laut Staatsanwaltschaft 1944 und 1945 als SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig die so wörtlich heimtückische und grausame Tötung, insbesondere jüdischer Häftlinge, unterstützt haben. Dies ist eine wichtige Erinnerung daran, was passiert, wenn totalitäre Systeme die Macht übernehmen. Fanatische Menschen wie die Nazis. Es gibt einen sehr hohen Preis zu zahlen. Wir wollen nicht, dass so etwas jemals wieder passiert. Dieser Prozess bietet eine Chance und ich schätze, was Deutschland tut, weil ich denke, dass es ein wirklich wirksamer Weg ist, zu zeigen, dass wir nicht nur wegblicken und uns nicht einfach umdrehen und sagen, das ist vorbei, wir müssen nicht mehr darüber nachdenken. Diese Dinge sind heute so relevant wie eh und je. Der Angeklagte war zur Tatzeit 17 und 18 Jahre alt. Zu seinen Aufgaben soll gehört haben, die Fluchtrevolte und Befreiung von Häftlingen zu verhindern. Ihm wird deshalb vorgeworfen, in Kenntnis aller Gesamtumstände dazu beigetragen zu haben, dass der für die Lagerinsassen ausgegebene Tötungsbefehl umgesetzt werden konnte.